Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen von mir und auch im Namen der bayerischen Vertretung bei der EU. Wir haben zusammen mit dem BIDT ein hochspannendes Online-Format für Sie zusammengestellt. Ganz herzlich bedanke ich mich hier bei den Professoren Pretschner und Niederrümelin. Die beiden Direktoren des BIDT geben uns heute spannende Einblicke in ihre Forschungsarbeit zum Thema dieser Veranstaltung. Ethisches Design von Software und künstlicher Intelligenz. Es ist kein einfaches, aber umso wichtigeres Thema. Wir müssen bei neuen Technologien gewissenhaft abwägen zwischen Freiräumen für Innovationen auf der einen Seite und gemeinsamen Spielregeln auf der anderen Seite. Was wir an Transparenz und Dokumentation einfordern, darf gerade für den Mittelstand nicht zum bürokratischen Stolperstein werden. Wir müssen eine gute Balance finden, damit wir unsere Wirtschaft und letztlich die Bürgerinnen und Bürger dabei auch nicht ausbremsen. Im April sollen die Vorschläge der EU-Kommission zum Thema Regulierung von KI kommen. Und wir werden diese von bayerischer Seite natürlich gründlich, aber auch kritisch und konstruktiv begutachten. Mit dem Weißbuch zu künstlicher Intelligenz hat die EU deutlich gemacht, dass KI zu den entscheidenden Themen für die Zukunft zählt. Und ich vertraue darauf, dass dieser Anspruch mit den Vorschlägen zur Regulierung dann auch im Einklang steht. Das würde uns einen entscheidenden Schritt weiterbringen, um unsere technologische Souveränität auch zu wahren. So können wir unsere europäischen Werte in der digitalen Welt hochhalten. Und warum sollte das nicht sogar unser Unique Selling Point werden? Wo sonst, wenn nicht in Europa, soll eine KI entstehen, welche die Grundrechte und Privatsphäre der Menschen schützt und Diskriminierungen ausschließt? Ich sehe hier übrigens auch einen Gleichklang zum Digital Services Act, der ja bereits auf EU-Ebene als Gesetzgebungsvorschlag vorliegt. Auch hier geht es darum, unsere europäischen Werte, unser hohes Schutzniveau in der Online-Welt durchzusetzen. Und das schaffen wir nur mit strengen, aber sinnvollen Anforderungen an Digitalkonzerne. Meine sehr geehrten Damen und Herren, mir ist es sehr wichtig, dass bei allen digitalen Fragen ein umfassendes Nachhaltigkeitsbild mitgedacht wird. Denn meine Überzeugung ist, wir müssen die beiden Megathemen unserer Zeit, die Digitalisierung und den Klimawandel, zusammendenken. Digitale Technologien können ein scharfes Schwert sein im Kampf gegen den Klimawandel. Das belegen auch viele verschiedene Studien. Fast die Hälfte der notwendigen Einsparungen beim CO2-Ausstoß können wir in Deutschland durch digitale Lösungen erreichen, besagt die Studie des Bitkom. Vor allem die künstliche Intelligenz hat höchstes Game-Changer-Potenzial. Das Erfreuliche dabei ist, dass wir zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Mit digitalen Innovationen stellen wir unsere Wirtschaft sowohl zukunftsfähig als auch nachhaltig auf. Und es geht mir dabei aber genauso auch um die soziale Nachhaltigkeit. Digitalisierung darf nicht nur die Starken stärken, sondern muss auch die Schwachen unterstützen. Bestehende Gräben in unserer Gesellschaft zu schließen, muss deshalb unser Ziel sein. Und damit das glückt, müssen wir alle Menschen gleichermaßen mitnehmen. Egal ob jung oder alt, ob mit Handicap oder ohne. Die digitale Teilhabe ist mir deswegen besonders wichtig. Wir müssen die Chancen der digitalen Transformation lebendig vermitteln. Wir müssen Berührungsängste abbauen, Lust auf Zukunft machen. Und damit das gelingt, müssen wir auch die Grundlagen des digitalen Wandels, die Algorithmen und Softwareprogramme, transparent, nachhaltig und gerecht konstruieren. Und darum freut es mich sehr, dass uns hier heute Vordenker zum ethischen Design von Software ihre Ideen vorstellen. Digitalethik ist eben keine Farbe, die zum Schluss über ein fertiges Produkt gegossen wird. Ethische Überlegungen gehören genauso wie Cybersicherheit und Datenschutz bereits in der Entwicklungsphase berücksichtigt. Und mir gefällt deshalb der praxisnahe Ansatz unserer beiden Keynote-Speaker, um ethische Kernfragen angemessen und verantwortungsbewusst zu begegnen. Mit so einem Leitfaden haben Entwicklerinnen und Entwickler, aber auch Management und alle am Prozess Beteiligten eine solide Entscheidungshilfe an der Hand. Und das sind genau die Impulse, für die ich das BIDT so schätze. Das BIDT ist unser Ansprechpartner, Think Tank, Beratungsinstanz für die digitale Transformation in Bayern. Und wir legen im Freistaat wirklich großen Wert darauf, wissenschaftsbasiert zu agieren. Daher freue ich mich jetzt sehr auf den Input von Herr Professor Pretschner und Herr Professor Niederrümelin zur heutigen Veranstaltung. Ebenso freue ich mich auf die Beiträge unserer Brüsseler Gäste auf dem Podium. In den Händen der EU-Kommission und des Europaparlaments wird die nähere Ausgestaltung der europäischen Regeln zu ethischer KI liegen. Aber nicht nur, sondern auch in den Händen der Mitgliedstaaten, die im Rat mitentscheiden. Seien Sie versichert, dass Bayern hier seine Stimme nutzt. In diesem Sinne darf ich Ihnen allen eine unterhaltsame und aufschlussreiche Veranstaltung wünschen. Ihr Input ist herzlich willkommen.
Herzlich willkommen auch von mir. Mein Name ist Lina Rusch. Ich bin Journalistin und berichte für den Tagesspiegel Background Digitalisierung und KI über deutsche und europäische Digitalpolitik, speziell auch über das Thema KI-Regulierung. Wer ihn vielleicht noch nicht kennt, der Tagesspiegel Background ist ein Fachbriefing vom Tagesspiegel, das an jedem Werktag erscheint. Entschuldigung erstmal für die Verzögerung im Stream und umso schöner, wenn Sie Geduld mit uns hatten und dabei sind. Ohnehin freue ich mich sehr, heute hier zu sein und sehr zeitgemäß mit Ihnen einen Blick zu werfen auf die Herausforderungen, die sich ergeben, wenn man ein Ökosystem für Vertrauen in künstliche Intelligenz in Europa schaffen will. Wir alle wollen, dass der Einsatz von KI in Europa nach ethischen Maßstäben erfolgt. Aber wie kann das in der Praxis sichergestellt werden? Wie kann die Ethik im Prozess mitgedacht werden? Und was für eine Regulierung braucht es, um sicherzustellen, dass Unternehmen und der Staat nur sichere, faire, transparente KI-Einwendungen einsetzen und die Bürgerinnen und Bürger bzw. Verbraucherinnen und Verbraucher sich am Ende darauf verlassen können? Dazu gibt es natürlich derzeit eine ganze Reihe von Maßnahmen, unter anderem die Rechtsakte zur Plattformregulierung oder zu den europäischen Datenräumen. In einem Monat, am 21. April, will die Europäische Kommission noch ihr lang erwartetes Gesetzespaket zur künstlichen Intelligenz vorstellen. Deswegen wollen wir heute schon mit der Europäischen Kommission, mit einem Vertreter des Europäischen Parlaments, mit einem Unternehmensvertreter und den zwei Vertretern der Wissenschaft dazu diskutieren. Bevor wir in eine gemeinsame Diskussion einsteigen, die dann bis planmäßig 17.30 Uhr wahrscheinlich ein bisschen länger gehen wird, hören wir gleich einen Doppel-Keynote. Davor will ich jetzt schon mal sagen, Sie können Ihre Fragen in dem Chat, der neben dem Livestream steht, stellen und Ihre Fragen wollen wir dann auch in die Diskussion mit aufnehmen. Dann komme ich aber zu unseren zwei Keynote-Speakern, die ich Ihnen jetzt vorstelle. Herr Julian Niederrümelin ist Professor für Philosophie und politische Theorie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Er ist seit 2020 auch Mitglied im Deutschen Ethikrat. Sie kennen den Kulturstaatsminister AD sicherlich aus seinen zahlreichen öffentlichen Auftritten, zuletzt vermehrt zur Corona-Politik. Die Liste seiner Publikationen ist lang. Eine zentrale möchte ich hier nennen. Das ist das Buch, das er 2018 zusammen mit der Autorin Nathalie Weidenfeld, seiner Frau, veröffentlicht hat. Zum digitalen Humanismus, eine Ethik für das Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Unser zweiter Keynote-Speaker ist Alexander Pretschner, Professor für Software und Systems Engineering an der Technischen Universität München. Herr Pretschner ist zudem Forschungsdirektor am Landesforschungsinstitut des Freistaats Bayern für softwareintensive Systeme, kurz FORTIS. Was die beiden verbindet, sie sind beide Direktoren am Bayerischen Forschungsinstitut für digitale Transformation, BIDT, und leiten dort das Forschungsprojekt Ethik in der agilen Softwareentwicklung. Über die Ergebnisse und die Schlüsse, die sich daraus für den europäischen Gesetzgeber ergeben, werden Sie jetzt in dieser Doppel-Keynote sprechen. Zuerst hat Herr Niederrümelin das Wort. Ja, herzlichen Dank, Frau Ministerin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir werden jetzt nicht in die Details dieses Forschungsprojekts eingehen können. Es sind drei Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, also Jan Gogol, Severin Katschanka und Nina Zuber, die dort die Detailarbeit leisten. Ich mache mal einen kleinen Kameraschwenk. Das ist Nina Zuber, die also eine wichtige Stütze ist in diesem Projekt. Ein internes Projekt des BIDT. Und in der Tat, was Sie jetzt erwartet, ist eine Doppel-Keynote. Die hat einen simplen Titel, nämlich Engineering Responsibility. Das sind zwei Begriffe und wir teilen uns das auf, nämlich ich rede zu Responsibility und Herr Pretschner zu Engineering. Naja, ganz so nicht. Wir verkoppeln das schon miteinander, wie Sie gleich sehen werden. Ich will eine Bemerkung vorausschicken, nämlich die, dass nach meinem Eindruck, ich kann da nur für mich sprechen, nicht für das BIDT insgesamt, die Europäische Union auf einem guten Weg ist. Inhaltlich, konzeptionell, wenn man die Deklarationen liest, auf einem guten Weg ist. Es zeichnet sich so etwas ab wie ein spezifisch europäischer Weg der digitalen Transformation, der sich deutlich unterscheiden wird von dem des rein kommerzgetriebenen Silicon Valley Modells, als auch von dem des staatskontrollierten chinesischen Modells und alles, was es da sonst so dazwischen noch gibt.
Und das ist eine gute Botschaft. Die schlechte Botschaft ist, dass die EU aufholen muss. Sie muss sich in diesem Konkurrenzkampf behaupten. Und das geht nicht durch Nachahmung, sondern nur dadurch, eigene Akzente zu setzen. Und nehmen Sie auch dieses Projekt jetzt hier in diesen größeren Zusammenhang. Was ist das spezifische Human-Centered AI? Ist eine Formel, die immer wieder vorkommt in den Deklarationen der Europäischen Union. Was ist denn das eigentlich, Human-Centered AI? In welchem ethischen, philosophischen, anthropologischen Zusammenhang ist das sinnvoll? Muss das gestellt werden? Und dazu mache ich jetzt ein paar notwendigerweise recht kursorische Bemerkungen. Aber es wurde ja schon darauf hingewiesen, man kann das auch nachlesen, wenn Sie das wollen. Responsibility, Verantwortung. Verantwortung, so könnte man sagen, ist der oder jedenfalls zumindest einer der zentralen Begriffe menschlicher Existenz. Ohne dieses Phänomen der wechselseitigen Verantwortungszuschreibung, der Erwartung, dass man Verantwortung übernimmt für das, was man tut, die Fähigkeit, dass man Gründe abwägt, warum tue ich das und warum nicht, und diese Gründe angeben kann, wenn man gefragt wird, also Verantwortlichkeit, ist die menschliche Existenzform kaum vorstellbar. Ich habe ja einen Streit mit vielen Kolleginnen und Kollegen in den Geistes- und Kulturwissenschaften, die da meinen, da der Begriff, der Terminus Responsibility erst jung ist, sei das Phänomen auch jung und sei gebunden an die europäische Aufklärung und ihre Vorstellung vom Subjekt. Das ist schlicht falsch. Sonst könnte man gar nicht verstehen, was die da in der Antike zum Beispiel gemacht haben. Da ist von Logon Didonai die Rede, also Gründe geben als zentrale Kategorie der menschlichen Existenz. Auch Konfuzius, Buddha und so weiter, die in den großen anderen Kulturregionen Verantwortung für sein eigenes Leben wahrzunehmen oder, ich will es anders formulieren, Autorin oder Autor des eigenen Lebens zu sein. Das steht im Zentrum einer humanistischen Sicht auf den Menschen, die immer wieder herausgefordert ist durch antihumanistische, mechanistische, biologistische, denken Sie an den Sozialdarwinismus und die hochproblematische Rolle, die der Sozialdarwinismus dann politisch gespielt hat, Imperialismus, Faschismus, Nationalsozialismus. Es gibt durchaus auch eine Auseinandersetzung zwischen den Disziplinen. Einige Neurowissenschaftler, die uns in den letzten Jahrzehnten erzählt haben, der Mensch ist doch eine Art Maschine, die nach sensorischen Stimuli Reaktionsmuster zeigt. Und deswegen ist es unsinnig, Verantwortung überhaupt für möglich zu halten. Das ist allenfalls eine nützliche Illusion. Na gut, wenn das so wäre, sollten wir mal als allererstes den Paragraph 20 des Strafgesetzbuchs streichen. Weil dort steht nämlich drin, unter welchen Bedingungen man schuldfähig ist. Wenn ich sage Autorin oder Autor des eigenen Lebens, dann meine ich nicht das isolierte Individuum, das sich abkoppelt von allem anderen, sondern wir sind eingebettet in soziale Strukturen. Wir lernen, was überhaupt Gründe sind durch diese Einbettung. Das ist der Prozess der Bildung, der Erziehung, der Sozialisation, der Kulturalisation. Jedes Kind wird konfrontiert mit der Frage, warum hast du denn das getan? Und es lernt auf diesem Weg selbst Autorschaft zu übernehmen für die eigene Praxis. Also zentrale Kategorie, Freiheit und Bindung hängen eng miteinander zusammen. Ohne Freiheit keine Verantwortlichkeit, ohne Bindung keine Verantwortlichkeit. In der Praxis der Verantwortung muss man unterscheiden zwischen den Verantwortungsobjekten und den Verantwortungssubjekten. Und das sind übersichtlich jeweils drei Kategorien. Wir haben Verantwortung für das, was wir tun, unsere Handlungen, den Teil unseres Verhaltens, der von Gründen geleitet ist, bei dem wir antworten können, warum wir das getan haben. Bloßes Verhalten ohne Handlungscharakter hat die merkwürdige Eigenschaft, dass man dafür keine Gründe angeben kann. Für alle Handlungen kann man Gründe angeben. Der bedeutende Rechtsphilosoph und Rechtstheoretiker H.L.A. Hart, der britische Rechtstheoretiker, hat das zugespitzt. Ich stimme ihm zu, aber das ist nicht ganz unumstritten. Der Handlungsbegriff und der Verantwortungsbegriff sind im Grunde nur zwei Aspekte desselben Phänomens.
Handlungen sind genau diejenigen Teile unseres Verhaltens, für die wir verantwortlich sind. Ich glaube, das ist zutreffend. Das stimmt für die Rechtspraxis und stimmt für die Ethik. Also sind wir verantwortlich für Handlungen. Aber damit kann man nicht aufhören. Wir sind auch, so merkwürdig das vielleicht für Sie klingen mag, verantwortlich für unsere Überzeugungen. Das kann man sich ganz einfach klar machen. Wir werden zum Beispiel vor Gericht gefragt, wie man denn zu der absurden Vorstellung gekommen ist, dass eine bestimmte Person, der man vielleicht Leid zugefügt hat oder die Angeklagte vielleicht sogar getötet hat, eine Gefahr darstellt. Und wenn es dafür keinen Grund gibt, anzunehmen, dass diese Person eine Gefahr darstellt, gibt es zwei Möglichkeiten. Ich bin nicht zurechnungsfähig oder ich habe falsch gehandelt. Auch unsere Überzeugungen sind von Gründen geleitet und insofern tragen wir auch für unsere Überzeugungen Verantwortung. Und jetzt eine dritte Kategorie, nämlich emotive Einstellung. In der Antike gab es die Stoa, die hat gesagt, Freiheit besteht genau darin, dass ich meine Einstellungen beeinflussen kann durch Abwägen von Gründen. Die ursprüngliche Freiheit bei Zenon, dem Gründer dieser Schule. Ich glaube, Zenon hat recht. Auch unsere emotiven Einstellungen sind zu großen Teilen jedenfalls Gründe geleitet. Zum Beispiel, wenn ich jemanden verachte, muss ich sagen können, warum ich diese Person verachte. Welche Gründe sprechen denn dafür, diese Person zu verachten? Ansonsten ist das völlig irrational. Verantwortungssubjekte sind erstmal Individuen. Und alle anderen Subjekte von Verantwortung, zum Beispiel Gremien, Institute, Korporationen, Unternehmen, sind nur insofern verantwortlich, als die Personen, die diese Korporationen, Institutionen ausmachen, verantwortungsfähig sind und Verantwortung tragen. Das ist eine abgeleitete Verantwortlichkeit. Und ganz speziell sind wir verantwortlich für unsere Kooperation. Wir stehen in einem Kooperationsverhältnis zu anderen Personen. Wir tun unseren Teil in der Erwartung, andere tun ihren Teil und wir erreichen gemeinsam bestimmte Ziele. Das ist Kooperation. Wenn jede Person immer nur ihr Eigeninteresse optimiert, gibt es keine Kooperation. Kooperation ist eine besondere Form kollektiver Verantwortung und ist vielleicht überhaupt das Fundament jeder Form von kollektivem Handeln. Ich hatte gesagt, das steht in einem größeren Zusammenhang. Diesen Zusammenhang nenne ich in der Tat digitalen Humanismus. Dieser Ausdruck, das freut einen natürlich sehr, als Autor hat unterdessen eine gewisse Furore gemacht. Es gibt ein Manifesto Digital Humanism in Wien zum Beispiel und andernorts, auch in Italien, da ist das auch ein wichtiger Begriff geworden in der öffentlichen Debatte. Ich will nur ganz wenige Aspekte dieses Begriffs erwähnen. Ganz knapp zugespitzt. Der digitale Humanismus wendet sich gegen jede Vorstellung der Mechanisierung des Menschen analog zu Softwaresystemen. Ein gegenwärtiger Trend, zu sagen, naja, wir sind ja auch nur sowas wie ein Softwaresystem. Ich habe großen Respekt vor der Forschung neuronale Netze, kritisiere das überhaupt nicht. Aber die Identifikation der neurophysiologischen Grundlagen menschlicher mentaler Zustände mit dem Analogon eines Softwaresystems oder einem Computer oder wie man es denn das nennen will, führt dazu, dass wir die Grundlagen von Verantwortungsfähigkeit, Freiheit, Bindung verlieren. Aber auch das Umgedrehte gilt. Wenn ich Maschinen vermenschliche, wie in einem bedeutenden Bestseller, Homo Deus, ich wundere das manchmal, dass die Kirchen so zurückhaltend sind in dieser Debatte, Homo Deus, wir werden zu Gott. Wir erschaffen uns personale Identitäten, mit denen wir kooperieren und interagieren. Dann ist das nicht nur eine menschliche Selbstüberhebung, könnte auch sagen, ein Frevel der antiken Vorstellung, sondern es ist zugleich eine Projektion, die die Maschinen, die wir da schaffen, falsch interpretiert und am Ende zu einer falschen Form der digitalen Transformation führt. Die Hauptthese des digitalen Humanismus heißt, Technik bleibt Technik, sein Instrument und die Handlungsfähigkeit des Menschen auszuweiten, nicht den Menschen zu depotenzieren und nicht Maschinen zu vermenschlichen. Und auf diesem Weg müssen wir
Human-Centered AI, ja, müssen wir voranschreiten. Und Europa hat meines Erachtens einen guten Grund, da einen ganz eigenen, konsequenten Weg zu gehen, weil Europa diese auch staatliche, öffentliche und wirtschaftliche Verantwortung stärker miteinander in Verbindung bringt, als das etwa in den USA der Fall ist. Und letzter Punkt, und damit leite ich über zum zweiten Teil der Keynote, Verantwortungsteilung in der digitalen Transformation. Ethik kommt nicht von außen, kommt weder davor noch danach, noch gehört es auf die Kanzel, da hat es einen guten Ort in den Kirchen am Sonntag, sondern das, was relevant ist an der Ethik, ist eingebettet in die Praxis selbst. Und umso mehr wir darüber sprechen müssen, umso eher ist das schon ein Indiz dafür, dass wir nicht wissen, was wirklich zu tun ist. Die Selbstverständlichkeiten einer ethischen Grundhaltung bedürfen gar nicht unbedingt der Artikulation. Und unser Ansatz, da wird gleich Herr Pretschner noch etwas Genaueres sagen, heißt, dass wir die ethische Dimension der Softwareentwicklung sozusagen eingebettet verstehen, damit nicht die ethische Verantwortung abwälzen auf die einzelne Person des Softwareentwicklers, der Softwareentwicklerin, sondern kooperativ. Wir arbeiten an gemeinsamen technischen Produkten und diese technischen Produkte sind für menschliche Ziele gedacht und die moralische Dimension ist Teil dieser Praxis im Agile Management, um das Neudeutsch zu formulieren. Und ich will ganz deutlich sagen, umso weniger Ethos, umso mehr Regulierung ist nötig. Ethos ist nicht das Vorspiel zu mehr Regulierung, sondern wenn das Ethos intakt ist, bedarf es eines geringeren Maßes an staatlicher Kontrolle und Regulierung. Das heißt, unser Ziel ist auch das Prinzip Eigenverantwortlichkeit in kooperativen und agilen Strukturen zu stärken durch eine bestimmte Praxis, auf die jetzt Herr Alexander Pretschner eingehen wird. Ja, vielen Dank, Herr Niederrümelin. Wenn Software gebaut, betrieben und verwendet wird, stellt sich die Frage, wer für potenzielle negative Folgen verantwortlich ist. Uns geht es aber nicht so sehr um Haftung, sondern darum, vorab das Richtige zu tun, das Richtige in einem ethischen Sinn. Und nachdem Herr Niederrümelin jetzt insbesondere über Verantwortung gesprochen hat, möchte ich über die Technik reden. Engineering, Responsibility. Nächste Folie bitte. Oder das ist die richtige Folie, Entschuldigung. Eine erste Frage ist, wer Entscheidungen fällt und dementsprechend verantwortlich ist. Die Gesellschaft kann sich dafür entscheiden, Technologie zur Gesichtserkennung zu verwenden. Eine Organisation kann sich für einen bestimmten technologiegestützten Bewerbungsprozess entscheiden. Eine Firma kann sich entscheiden, Waffen zu bauen. Wenn ein Mitarbeiter diese Zielsetzung aus ethischen Gründen nicht unterstützen kann, muss er letztlich die Firma verlassen. Ein Entwickler kann sich aber innerhalb bestimmter Rahmenbedingungen entscheiden, wie er eine bestimmte Funktionalität implementiert oder welche Prüfmaßnahmen er anwendet. Und ein Benutzer des Systems kann sich entscheiden, bestimmte Funktionen des Systems zu verwenden oder nicht zu verwenden. Aber es ist klar, dass entsprechende ethische Erwägungen auf allen Ebenen nicht im luftleeren Raum stattfinden, sondern immer in Abwägung mit anderen Zielsetzungen. Heute konzentriere ich mich auf die Entwicklerinnen und Entwickler von Software. Das heißt nicht, dass die anderen Akteure nicht ebenfalls verantwortlich wären. Das heißt aber auch nicht, dass sich die Verantwortung dadurch verflüchtigt, dass sie auf zu vielen Schultern ruht. Denken Sie an den VW-Dieselskandal. Mir ist klar, dass ein einzelner Entwickler nicht für alles Verantwortung trägt, was ein System potenziell anrichtet, an dem er oder sie mitgearbeitet hat. Die Mission einer Organisation wird im Normalfall nicht vom Entwickler definiert. Mir geht es um die individuelle Verantwortung im Rahmen dieses Humanismus, die individuelle Verantwortung des Ingenieurs und darum, wie er oder sie die wahrnehmen kann. Nächste Folie, bitte. Was uns interessiert, ist eine spezielle Qualität von Systemen, eine ethische Qualität. Mir ist selbst nicht ganz klar, wie weitreichende, schwer zu überblickende Konsequenzen hier zu berücksichtigen sind. Als die Software für Airbnb geschrieben wurde, hätte man da ahnen müssen, dass Innenstädte in 10 Jahren zu erheblichen Teilen von Touristen anstatt von Mietern bewohnt werden? Hätte man vorhersehen müssen, dass Bitcoin irgendwann mehr Strom verbraucht als Argentinien? Und wenn man das vorhergesehen hätte, hätte man dann auf diese Systeme verzichten sollen? Ich glaube das nicht. Insbesondere in Deutschland dürfen wir manchmal etwas zuversichtlicher sein, dass wir Probleme in der Zukunft schon in den Griff bekommen werden. Umgekehrt aber sollten Ingenieure nicht Bilderkennungssoftware schreiben, die Uiguren identifiziert. Oder Abschaltsoftware in Dieselmotoren schreiben.
oder Software, die die sexuelle Orientierung eines Menschen vermeintlich erkennt. Vielleicht überrascht es Sie, dass die Qualität von Softwareprodukten insgesamt sehr schwierig zu bemessen ist. Ob ein Softwareprodukt immer korrekt funktioniert, können wir eigentlich gar nicht so genau sagen. Meistens funktioniert es ja auch ziemlich gut. Auch die Sicherheit von Systemen können wir nicht genau bemessen. Aus sehr unterschiedlichen Gründen können wir im Allgemeinen keine Qualitätsgarantien geben. Nur einer dieser Gründe ist, dass es dieses eine Softwareprodukt eigentlich nicht gibt. Denn Softwareprodukte ändern sich heute in der Regel ununterbrochen durch Softwareupdates. Im Fall von KI mit Maschinenlernen kommt hinzu, dass sich die Datengrundlage, auf der gelernt wird, ständig weiterentwickelt. Es ergibt heute auch deswegen wenig Sinn, ein einzelnes fertiges Produkt zu zertifizieren, insbesondere dann, wenn Maschinenlernen involviert ist. Weil wir die Qualität eines Softwareprodukts nur schwer bemessen können, beziehen sich Zertifizierungen für softwareintensive Systeme deswegen auf den Entwicklungsprozess, etwa im Bereich der funktionalen Sicherheit. Entwicklungsprozesse definieren, in welcher Reihenfolge, welche Arbeiten, mit welchen Zwischenergebnissen erledigt werden. Solche Arbeiten sind das Erheben von Anforderungen, das Codieren, das Testen, die Wartung und so weiter. Ich glaube, das ist auch der richtige Startpunkt für Anforderungen im ethischen Bereich. Es gibt dazu bereits eine ganze Reihe interessanter Ansätze. Man kann in der Fortsetzung so auch ganze Organisationen zertifizieren, ISO 9000, wenn diese alle ihre Projekte immer auf eine bestimmte Art und Weise organisieren. Softwareprodukte existieren nie alleine für sich. Ihre Verwendung ist eingebettet in die Geschäftsprozesse einer Organisation. Sie werden möglicherweise von einer anderen Organisation betrieben und sie werden von ganz unterschiedlichen Menschen genutzt. Software ist immer Teil soziotechnischer Systeme. So wie Sicherheits- oder Privatheitsprobleme niemals mit rein technischen Ansätzen gelöst werden können, können ethische Werte nicht allein durch Technik implementiert werden. Dazu sind flankierende Maßnahmen notwendig. Entwicklungsmaßnahmen, organisatorische Maßnahmen, Ausbildungsmaßnahmen, Haftungsmaßnahmen, gesetzliche Maßnahmen und natürlich im Extremfall die Möglichkeit, nichts zu tun. Nächste Folie bitte. Eine Alternative zur Zertifizierung von Produkten wäre hypothetisch, Softwareingenieure zu zertifizieren, so wie es approbierte Ärzte gibt, die eine entsprechende Ausbildung absolviert haben und sich fortbilden müssen. Da es ohnehin viel zu wenige Softwareingenieure gibt, ist dieser Vorschlag in meinen Augen problematisch. Mein Kenntnisstand ist, dass der EU für besonders kritische KI-Anwendungen eine Art externer Zertifizierung vorschwebt und für weniger kritische Anwendungen eine Art Selbstbewertung. Vielleicht ist das eine gute Idee, wenn man die Grenze zwischen kritisch und nicht kritisch definieren kann. Denken Sie an Airbnb. Wir müssen dann diskutieren, wer die Zertifizierung durchführt. Sicher nicht nur mittelalte, weiße, technikorientierte Männer wie ich und inwiefern wir die Konsumenten einbeziehen. Festzuhalten ist, dass sie aus den genannten Gründen die erzwungene oder freiwillige Zertifizierung auf den niemals endenden Entwicklungsprozess und gegebenenfalls flankierende nicht-technische Maßnahmen beziehen sollte und nicht auf das Produkt oder den Entwickler. Nächste Folie bitte. Ich möchte kurz ausführen, wie das funktionieren kann. Es gibt verschiedene Arten, den Entwicklungsprozess für Software zu organisieren. Eine Möglichkeit sind sogenannte agile Prozesse, die Herr Niederrümelin schon erwähnt hat. Vielleicht haben Sie schon mal was von Scrum gehört. Tatsächlich ist Agilität viel mehr als ein Entwicklungsprozess für Software. Es ist eine Kultur. Ein Aspekt dieser Kultur ist für uns besonders wichtig. Mitarbeiter sollen ermächtigt werden oder neudeutsch empowered, selbst Entscheidungen zu treffen und eigenständig Verantwortung zu übernehmen. Für diese Art agiler Softwareentwicklung haben wir uns am BIDT überlegt, wie ethische Überlegungen einfließen können. Ausgangspunkt sind ungefähr 120 Kodizes, die beschreiben, welche Werte bei der Entwicklung softwareintensiver Systeme berücksichtigt werden sollen. Die gibt es schon. Das sind Werte wie Transparenz, Fairness, Nachhaltigkeit und so weiter. Diese Werte sind lange bekannt und im Wesentlichen besteht auch Einigkeit, welche wichtig sind. Für den Ingenieur sind sie aber nicht unmittelbar hilfreich, weil sie zu abstrakt sind, um sie umzusetzen. Ich glaube, dass diese Kodizes gezwungenermaßen nur abstrakte Werte formulieren. Das liegt daran, dass Software extrem heterogen und kontextabhängig ist. Denken Sie an die Software, die jetzt in unserer Interaktion eine Rolle spielt. WebEx, die mobilen Telefone auf Ihrem Schreibtisch, Ihre Hörgeräte vielleicht. Die unterliegen alle völlig unterschiedlichen ethischen Anforderungen. Und deswegen sollten wir ethische Erwägungen in den einzelnen Entwicklungsprozess einbeziehen. Wir machen das in unserem interdisziplinär erarbeiteten Ansatz mit Ethical Deliberation in Agile Processes einmal am Anfang, wenn wir ungefähr wissen, was das System tun soll.
Dabei denken wir zu Beginn der Entwicklung eines Softwareprodukts über Werte nach und darüber, was für Konsequenzen entstehen, wenn wir uns für bestimmte Implementierungen entscheiden. Diese Werte dienen als Leitlinien. Und dann überlegen wir kontinuierlich während der Entwicklung, ob und wie wir für den aktuellen Stand des Systems diese Werte implementieren. Gegebenenfalls durch Anwendung entsprechender Mechanismen. Grob gesagt funktioniert das so. Wenn ein wichtiger Wert Transparenz ist, dann kann ausgefeilte Protokollierungstechnologie verwendet werden. Wenn der Wert Fairness ist, kann eine von heute 25 Definitionen ausgewählt werden und die für das Maschinenlernen relevanten Daten entsprechend untersucht werden. Und im Zweifelsfall können wir auch entscheiden, etwas nicht zu tun. Ethik ist aber nicht schwarz-weiß. Unsere Mechanismen liegen zwischen einem vielleicht unkritischen Ja und einem übervorsichtigen Nein. Diesen Prozess des Nachdenkens, der Deliberation und der Identifikation von Werten und Mechanismen zu ihrer Implementierung haben wir sorgfältig strukturiert. Der Grund, warum ich Agilität überhaupt erwähnt habe, ist, dass sie nicht nur wegen des Empowerment perfekt zu dieser Idee von Ethik in der Softwareentwicklung passt. In der agilen Welt arbeiten Entwickler selbstbestimmt und entwickeln nicht genau das, was man ihnen vorschreibt. Sie bekommen stattdessen ein grobes Problem vorgesetzt und innerhalb der ermöglichten Freiheiten können sie adäquate ethische Mechanismen entwickeln. Falls es interessiert, haben wir auf der Webseite des BEDT eine etwas ausführlichere Variante dieses Vortrags und des Projekts zur Verfügung gestellt. Nächste Folie bitte. Unser Ansatz hat den Vorteil, dass er sowohl für die Zertifizierung von Projekten und Organisationen in kritischen Fällen als auch für eine informelle Selbstbewertung in weniger kritischen Fällen funktioniert. Dazu müssen die Deliberationsschritte protokolliert werden. Er funktioniert sowohl für Software im Allgemeinen als auch für KI. Denn die zentrale Herausforderung ist nicht KI und Ethik, sondern Software und Ethik. In unserem Ansatz lebt man Ethik konkret und lernt sie nicht abstrakt. Auch wenn er in der Ausbildung von Informatikern gut funktioniert. Schön finde ich weiterhin, dass unser Ansatz die Innovationsfähigkeit nicht übermäßig einschränkt. Würden wir vorher festlegen, was genau aus ethischen Gründen getan werden muss oder nicht getan werden darf, dann würden wir immer stärkere Rahmenbedingungen definieren, die Ingenieure schnell als Korsett empfinden werden und die der Innovationskraft abträglich sind. Mir gefällt der Ansatz aber vor allem, weil er Ethik auch als Value Proposition definiert und nicht als ein Katalog von Verboten. Wir können im Einzelfall entscheiden, welche Werte wir implementieren möchten und so unsere europäische Identität implementieren. Und so schließt sich der Bogen zum Anfang. Gibt er dem Ingenieur genau die Verantwortung, die er in einer ganzen Verantwortungskette wahrnehmen kann und muss. IT-Ingenieure können in Abwägung aller relevanten Faktoren das Richtige tun. Sie sind auch ihrem Arbeitgeber gegenüber in einer machtvollen Position, weil sie angesichts des Fachkräftemangels nicht beliebig erpressbar sind, gegebenenfalls fragwürdige Dinge zu tun. Umgekehrt verpflichtet diese Macht zur Übernahme von Verantwortung und zur Wahrnehmung dessen, was als Accountability keine deutsche Übersetzung besitzt. Dazu kann unser Ansatz zur ethischen Deliberation in agilen Entwicklungsprozessen einen Beitrag leisten. Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank für diesen humanistisch begründeten und gemeinschaftlichen Verantwortlichkeitsappell im Digitalen. Und ich denke, dieser Fokus, den es braucht auf den Prozess der Zusammenarbeit und des Zusammenwirkens in dem Prozess, ist sehr deutlich geworden. Sie, Herr Niederrümelin, haben ja eingangs davon gesprochen, dass Europa schon auf einem guten Weg ist und es nur eine Regulierung braucht, wenn wir nicht genug Ethos haben, so haben Sie es formuliert, bei den entsprechenden verantwortlichen Stellen, die an künstlicher Intelligenz arbeiten. Was sagen Sie beide denn, wie stark ist dieses Bewusstsein, dass wir Ethik in dem Prozess mitdenken können, schon im Mainstream angekommen? Gibt es dieses Problembewusstsein bei europäischen Firmen schon ausreichend? Möchten Sie starten, Herr Pretschner? Also ich würde einen Teufel tun, hier darüber zu sprechen, was in den europäischen Unternehmen geschieht. Da würde ich mir das Urteil nicht anmaßen. Also ich glaube, auf der negativen Seite kann man klar beobachten, wir haben Dinge gehabt wie den VW-Dieselskandal. Da darf man nicht drum rumreden. Wir haben Wirecard jetzt gerade erlebt, in Deutschland insbesondere. Ob da so ethische Dinge dann immer eine große Rolle gespielt haben, das ist sicherlich nicht der Fall. Auf der anderen Seite, glaube ich, gibt es eine ganze Reihe an jungen
Leuten, die die Nachhaltigkeit, die die Frau Ministerin am Anfang auch erwähnt hat, sehr ernst nehmen. Es gibt eine ganze Reihe internationaler Beispiele auch, wo seitens der Belegschaft von Unternehmen Druck ausgeübt worden ist, bestimmte Dinge nicht zu tun oder anders zu tun. Ich sehe das in meiner Zusammenarbeit mit einer ganzen Reihe von Firmen, dass da sehr heftig diskutiert wird, ob oder wie kontrolliert man Dinge tut. Ich glaube, es gibt Ansätze. Ich glaube, ich sehe auch viele Feigenblatt-Veranstaltungen. Also oft wird dann auch behauptet, wir machen es ethisch und bloß weil wir darüber reden, wird es schon ethisch. Ich bin aber optimistisch, dass das schon anfängt. Und ich glaube, das Bewusstsein wird auch zunehmend stärker. Das ist ja dann auch immer eine Frage des Momentum, das sich da entwickelt. Herr Niederrümelin, wie sehen Sie das? Ja, wenn ich darf, würde ich dazu auch gerne noch eine Anmerkung machen. Jetzt mal einfach ganz banal. Die Beobachtung, dass jetzt eine Generation heranwächst, das kann ich so als Hochschullehrer, glaube ich, ein bisschen beurteilen. Da bekommt man ein Gespür für die Veränderungen auch von einer Generation zur nächsten, die sowohl an ihre eigene Arbeit wie auch an das Wirken eines Unternehmens, die Kontexte, in denen sie agieren, sehr kritisch beurteilen und wissen wollen, ob das nun wirklich akzeptabel und richtig ist und um diesen Spruch aus dem Silicon Valley aufzugreifen, to make the world a better place. Ist das wirklich ein Beitrag dazu? Ja? Und dann ist auf der anderen Seite, ich will jetzt gar nicht einzelne Unternehmen an den Pranger stellen, aber auffällig, wie Deklarationen und tatsächliche Praxis auseinanderlaufen. Und genau da setzt ja dieses Projekt an. Also wenn das eine gute Entwicklung nehmen soll, die digitale Transformation, die ist ja in vielem sehr positiv, bei manchem auch weniger positiv, da müssten wir jetzt im Detail mal drauf eingehen, wo das auch weniger positiv ist, dann müssen alle dabei sein. Da kann es nicht so sein, dass von oben nach unten ein Oktroi kommt und sagt, so, wir haben jetzt entschieden und so, sondern da müssen diejenigen, die dann konkret an den einzelnen Projekten mitarbeiten, auch das einbringen, ihre Kompetenzen, ihre Sensibilitäten mit einbringen. Das ist das eine, was ich sagen wollte. Und das andere ist, ich will das nochmal modifizieren, was Sie da gezogen haben aus dem Vortrag, weil das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wie hängt Ethos und Regulierung zusammen? Also, ich will es mal so formulieren. Die allermeisten von uns, wenn man nicht gerade Jura studiert hat, wissen nicht, welche Regeln im Strafgesetzbuch, wir haben hier einen Juristen in der Runde, ja, welche Regeln im Strafgesetzbuch oder sogar ein paar etabliert sind, was wie bestraft wird, welche Straftatbestände es präzise gibt. Solange wir aber ein gutes Gefühl dafür haben, was ein anständiges und was ein inakzeptables Verhalten ist, können diese Regeln bestehen und der Staat kann in Einzelfällen der Übertretung dann auch einschreiten und sanktionieren. Wenn das systematisch verletzt wird, wenn dieses Regelsystem systematisch verletzt wird, dann muss der Kontrollmechanismus ausgeweitet werden. Dann müssen die Regeln spezifiziert werden. Und so weiter, wie wir das zum Beispiel in der letzten Weltfinanzkrise 2009 und folgende erlebt haben. Das heißt, es ist genau umgedreht. Oft heißt es, na, die mit ihrer Moralgeschichte, ja, das ist ja schrecklich, dann werden wir noch mehr reglementiert. Genau umgedreht wird ein Schuh draus. Ja. Wenn die Menschen ethische Sensibilität in ihre Arbeit einbringen, dann muss man nicht in dem gleichen Maße kontrollieren, sanktionieren, steuern, wie das der Fall ist, wenn das nicht so ist. Sehr gut, vielen Dank. Sie haben zwei Instrumente, die Unternehmen ja auch schon vielfach wählen oder Entwickler selbst, die es in der Praxis auch schon gibt. Also einmal so eine Art Kodizes für ethische Softwareentwicklung, die ja einzelne Softwareentwickler unterschreiben können und sozusagen sich dazu verpflichten, nur im Dienste der Gesellschaft gute Produkte zu entwickeln. Und einmal diese Ethik-Panels, die es ja auch vielfach in großen Unternehmen schon gibt. Herr Hullen, der später noch dazu kommt, IBM hat zum Beispiel ein solches. Herr Pretschner, Sie sitzen auch in einem solchen Beirat von der Firma Palantir, haben Sie mir im Vorgespräch verraten. Können Sie vielleicht noch mal ganz deutlich machen, warum diese Instrumente unzureichend sind? Ich denke, der Herr Niederrümelin hat die Antwort ja vorher schon gegeben. Es ist eine Frage der Kultur, um die es uns hier geht. Und das, was er den Oktroi genannt hat, ist eine Schwierigkeit. Wenn man
sagen wir mal, nicht mit der ganzen Faser sich Mühe gibt, das Richtige zu tun, was wir eigentlich alle tun sollten, dann wird es immer schwieriger und dann wird es immer größere Probleme potenziell auch geben, als wenn man so etwas täglich integriert. Jetzt muss man natürlich auch ein bisschen vorsichtig sein. Man soll jetzt auch nicht von morgens bis abends über nachdenken, ob alles, was man tut, so total ethisch ist. Das ist ja dann auch vielleicht ein bisschen Selbstbeschäftigung. Das darf man auch nicht übertreiben. Aber ich glaube, worum es uns hier geht, ist das Schaffen einer Kultur. Und ich glaube, weder der Niederrümelin und ich sind fürchterlich naiv hier. Natürlich wird es einen Missbrauch geben. Aber worum es uns ja auch geht dabei ist, müssen wir gleich das Kind mit dem Bade ausschütten und mit einer zu starken Regulierung loslegen. Das scheint mir nicht unbedingt notwendig zu sein. An bestimmten Stellen ja. Und Sie hören ja dann auch da mahnende Stimmen von Leuten wie Elon Musk oder dem Vorstandschef von Google, die sagen, man muss das regulieren. Aber da geht es dann ja auch genau um solche ein bisschen transhumanistischen Vorstellungen, dass die Maschinen vielleicht dann doch entscheiden können über das, was wir tun. Das ist ja eine ganz andere Dimension. Und ich glaube, das ist da vielleicht für den Herrn Niederrümelin mich ein bisschen auch dann zu Science Fiction, wenn man das so sehen kann. Aber um die Frage konkret zu beantworten, warum reicht es nicht? Weil die Existenz solcher Internal Review Boards oder was auch immer Sie da an Gremien ansprechen, weil die nicht bedeutet, dass alle sich dafür mitverantwortlich fühlen, was zu tun ist. Und das Problem ist die Verflüchtigung der Verantwortung. Ich will nochmal auf den VW-Dieselskandal hinweisen, wo es wirklich entzückend ist, im Moment zu sehen, wie komischerweise niemand dafür Verantwortung trägt. Und das muss man versuchen, in den Griff zu bekommen. Wollten Sie noch was hinzufügen, Herr Niederrümelin? Nein, ich glaube, das ist schon, sind diese beiden wichtigen Aspekte, die wir jetzt angesprochen haben, sozusagen, also die ethische Sensibilität und Deliberation in der konkreten ökonomischen und technologischen Praxis auf der einen Seite und dann dieses Spannungsverhältnis, was man also berücksichtigen muss zwischen Regulierung auf der einen, zu viel Regulierung zerstört auch die intrinsische Motivation. Da gibt es eine ganze Reihe von sozialpsychologischen Untersuchungen dazu, die das wirklich belegen. Ich würde jetzt allenfalls eines hinzufügen, es gibt so einen bequemen Ausweg. Also ich wurde von einem Bankenverband gebeten, nach der Weltfinanzkrise in Deutschland da ein bisschen Orientierung zu geben. Und da war immer überraschend, dass dann in dieser Krisenphase auch eine Art Selbstfindungsphase dieses Gewerbes, wenn man so will, dann sofort von Leuten, von denen man es nie erwartet, der Ruf nach dem Staat laut wird. Wenn es da Probleme gibt, muss der Staat halt dafür sorgen, dass das nicht mehr auftritt. Ja, das ist eben genau die gefährliche Botschaft. Wenn das immer der Staat machen soll und wir alle entlastet sind von jeder Verantwortlichkeit, dann bekommen wir am Ende eine hypertrophe Rolle staatlicher Interventionen, und das ist jetzt nicht unser Thema, ist mir schon klar, aber Basel 1, 2, 3 und die Folgen, die das so zum Teil hatte, sind durchaus ambivalent. Ja? Ich will jetzt kein neues Fass aufmachen. Ja? Und sowas wollen wir im Bereich der digitalen Transformation nicht haben. Herr Pretschner will noch ganz kurz was hinzufügen. Ja, genau, und das ist ja das Ende meines Vortrages gewesen. Es ist genau die lustige Beobachtung, es gibt im Deutschen kein Wort für Accountability. Es gibt so ein Kunstwort Rechtfertigungspflicht, aber wenn Sie nach USA schauen oder nach Großbritannien schauen, Accountability ist ein ganz starker Wert für sich, der nämlich natürlich unter anderem die individuelle Verantwortung auch bezeichnet. Wir haben das Wort gar nicht. Das ist schon sehr, sehr, sehr interessant, finde ich. Ja, bezeichnend. Nichtsdestotrotz möchte ich jetzt diesen Punkt nutzen, um einen Cut zu machen und von dieser Verantwortungskultur doch zu dem überzugehen, was die Politik mit einer Regulierung machen kann, um diese Verantwortungskultur auch institutionell abzusichern. Deswegen freue ich mich ganz besonders jetzt auf Renate Nicolai, die langjährige Kabinettschefin der heutigen Exekutivvizepräsidentin der Europäischen Kommission, Vera Jourova. Frau Jourova ist in der Kommission zuständig für Werte und Transparenz, also auch für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Sie war zuvor Justizkommissarin und unter anderem verantwortlich für die Einführung der Datenschutzgrundverordnung und das Thema Desinformation. Deswegen kennt Frau Nicolai sich bestens aus im Umgang mit Tech-Konzernen und ihren Technologien und kann uns einen Einblick geben in das, was auf der KI-Agenda der Europäischen Kommission steht.
Dann als zweiten Gast haben wir noch Axel Voss. Er ist Jurist und Europaabgeordneter der CDU im Europäischen Parlament. Dort ist er Mitglied im Sonderausschuss zu künstlicher Intelligenz im digitalen Zeitalter, kurz AIDA, AIDA, sowie Mitglied im Rechtsausschuss. Im vergangenen Jahr hat er einen von mehreren Initiativberichten des Europäischen Parlaments zur künstlichen Intelligenz verfasst, speziell zum Thema Haftung. Herzlich willkommen, Herr Voss. Dann möchte ich Ihnen noch als Letzten in der Runde Nils Hullen vorstellen. Er ist ebenfalls Jurist, das hatten wir gerade schon festgestellt, sehr viele Juristen. Er ist Jurist und Programmdirektor für Global Privacy Policy bei IBM in Berlin. Zuvor war er im Government and Regulatory Affairs Team von IBM tätig und bringt Public Policy Erfahrungen vom BRECO-Verband und vom Bitkom mit, sowie aus dem Bundesministerium der Justiz. Herzlich willkommen auch an Sie, Herr Hullen. Ja, Frau Nicolai, die Kommission hat ja im vergangenen Jahr ein Weißbuch zur künstlichen Intelligenz vorgestellt und in etwa skizziert, wie sie die künstliche Intelligenz in Europa regulieren und fördern möchte. Jetzt wird es sozusagen ernst. Das Weißbuch sagt, dass die ethischen Leitlinien der hochrangigen Expertengruppe sozusagen das ethische Fundament bilden sollen für das, was da kommt. Vielleicht können Sie uns schon mal einen kleinen Ausblick geben auf das, was kommt und sagen, inwiefern dieses Ethics by Design, was die beiden Keynote-Speaker jetzt gerade vorgestellt haben, eine Rolle spielen soll und ob es so eine Art Anforderungskatalog für Softwareentwickler geben soll. Ja, vielen Dank. In der Tat sind wir im Moment im Maschinenraum der Europäischen Kommission damit beschäftigt, unsere konkreten Vorschläge und das erste Paket zu KI auf den Weg zu bringen Ende April. Das Ganze steht in einem größeren Zusammenhang, den die Präsidentin der Kommission ja auch schön formuliert hat, indem sie gesagt hat, wir befinden uns in einer digitalen Dekade, die begleitet den digitalen Transformationsprozess. Und auch das, was wir jetzt zur KI erarbeiten, muss man in dem größeren Kontext sehen, der Arbeit der EU, ihren eigenen Stempel aufzusetzen. Dazu gehört auch der Digitale Services Act, der Digitale Market Act und letztlich gehören dazu auch schon die Datenschutzgrundverordnung von der vorherigen Kommission, sozusagen die gesamte digitale Realität zu regulieren auf der Basis unserer Werte und in der richtigen Balance. Bei KI, das wurde auch schon von den Vorrednern gesagt, geht es einerseits darum, den richtigen Regelungsansatz zu finden in der richtigen Balance, aber es geht auch darum, aufzuholen. Wir befinden uns hier auch in einem internationalen Wettbewerb, wo es gleichzeitig um eine Vertrauensbotschaft geht an die Nutzer, um eine Verantwortungsbotschaft an die Entwickler, wie wir es gehört haben, aber auch um eine positive Aufforderung an die innovative Kraft der europäischen Wirtschaft, diesen Weg auch zu gestalten, weil natürlich enorme Chancen für uns alle, für unsere Transformationsprozesse, ob sie grün oder digital sind, in der Nutzung von KI-Technologie sich befinden. Das ist eine rasend schnelle Entwicklung, wo wir, glaube ich, auch gut daran tun in Europa, da nicht den Zug zu verpassen, sondern relativ schnell zu agieren. Auf der anderen Seite geht es um Regeln für den größten gemeinsamen Markt. Diese Regeln müssen auch gut vorbereitet sein und deswegen ist wichtig, diese gesamte Szene, den gesamten Kontext auch zu beachten. Einige Stichworte sind schon gefallen. Wir schießen hier nicht aus der Hüfte Ende April, sondern das Ganze basiert auf einer sehr ordentlichen Vorarbeit, die, glaube ich, in diesem diffizilen Bereich auch sinnvoll ist. Da gab es schon in der vergangenen Kommission eine hochrangige Gruppe von Experten, die ethische Grundlinien entwickelt hat. Wir hatten das Weißbuch, mit dem wir gleich rausgekommen sind, zu Beginn der von der Leyen-Kommission mit den zwei Aspekten, einerseits vertrauenswürdige KI, auf der anderen Seite Exzellenzzentren zu schaffen in der EU, um aufzuholen im Bereich Forschung, Innovation. Wir hatten eine öffentliche Anhörungsphase. Es gab wahnsinnig viel
Beteiligung daran, sehr, sehr viel Zustimmung, dass Europa vorangehen soll, auch im Bereich der Regulierung. Sie haben es schon angeführt, durch Vertreter wie Herrn Voss, aber auch viele Kollegen im Parlament, Initiativberichte zu den Bereichen, die auch alle bestätigt haben, es geht um einen Boost für Innovation, aber es geht auch darum, ethische Prinzipien festzuhalten, auch in einem Regelungsansatz. Das Ganze wurde sogar auch vom Europäischen Rat, also den Staats- und Regierungschefs, unterstützt, die gesagt haben, sie wollen, dass die EU eine Leadership-Rolle im Bereich der Entwicklung zu sicherer und ethischer KI entwickelt, aber gleichzeitig auch die Innovation unterstützt. Welche Kriterien leiten uns bei dem, was wir nun in der Finalisierung vorbereiten? Einerseits, es geht immer um die richtige Balance in all diesen diffizilen Fragestellungen. Es geht darum, klare Pfeiler einzuhauen, um ethische Grundwerte in schon der Entwicklung, wie wir das auch gehört haben von den Vorrednern, sicherzustellen, dafür auch Szenarien und Schranken einzubauen. Auf der anderen Seite befinden wir uns in einer so dynamischen technologischen Entwicklung, dass jede Regelung nur standhaft ist und future-proof, wie wir so schön sagen, wenn sie auch flexibel ist und wenn sie natürlich insgesamt auch verhältnismäßig ist. Das Paket, an dem wir arbeiten, wird auch wieder aufbauen auf den beiden Bereichen, um die es uns geht, nämlich die Innovation zu fördern. Deswegen wird es auch einen koordinierten Plan zu KI geben, wo es um Funding, um Forschung, um Innovation gehen wird, aber auch einen Verordnungsvorschlag. So viel kann ich wohl da schon zu sagen. Wir können aufbauen auf den guten Erfahrungen, die wir gesammelt haben in Bereichen der Internetökonomie, natürlich die Datenschutzgrundverordnung, aber jetzt auch jüngst der Digitale Services Act. In all diesen Bereichen spielte immer ein risikobasierter Ansatz für uns eine Rolle. Den kennen Sie schon aus der Datenschutzgrundverordnung. Dieser risikobasierte Ansatz wird uns auch leiten bei dieser weiteren Arbeit zu KI. Die Stichworte sind schon gefallen. Es gibt natürlich Bereiche der Nutzung von KI, biometrische Identifikation, strafrechtliche Nutzung im Sicherheitsbereich, bei öffentlichen Infrastrukturen, bei Rekrutierung. Das sind alles Bereiche, die vielleicht riskanter sind, wo wir verhindern müssen, dass Diskriminierung, Bias sich verstetigt oder vielleicht sogar vertieft und wo man ethische Prinzipien von vornherein mitdenken muss und auch Strukturen schaffen muss, dass in Unternehmen, in dem Management diese Sachen auch, wenn ich das aufgreifen soll, in dieser Agilität auch sich darstellen können. Es wird also in dem Verordnungsvorschlag einen abgestuften Ansatz wohl geben, aber wie gesagt, wir sind noch in der Diskussion im Detail. Es geht ganz klar darum, in allen Bereichen zu viel mehr Transparenz zu kommen. Auch das sind Stichworte gewesen, die schon gefallen sind. Es geht darum, auch eine Dokumentation sicherzustellen. Hier geht es um einen Prozess, der auch sich immer wieder verbessert, immer wieder mit neuen, hochqualifizierten Daten arbeitet. Ohne diese Dokumentation wird man auch die flexible Gestaltung eines Regelinstrumentariums nicht sicherstellen können. Es wird ganz, ganz klar in den Risikobereichen darum gehen, dass man eine Konformität Befassung schon ex ante betrachten wird. Zertifizierung ist als Stichwort gefallen. Also wir reden hier über eine schon in der Entwicklung, bevor man mögliche Nutzungsmöglichkeiten auf den Markt bringt, das schon zu erfassen. Natürlich gekoppelt mit einem Ex-Post-Monitoring. Also das sind die Überlegungen, die da diskutiert werden. Es wird aber weiterhin auch die Möglichkeit geben, über Selbstverpflichtungskodex zu arbeiten, weil das wurde ja auch schon gesagt, es gibt ganz, ganz viel schon im Markt. Das soll nicht verloren gehen. Und es gibt vielleicht auch Anwendungen, wo das eine gute Prämisse sein kann, um bei allen Unternehmen diesen Kulturwandel hin zu einem ethischen Ansatz bei Design zu unterstützen. Es wird aber neben diesen Regulierungen, die die Verantwortung festhalten werden, wird es auch Möglichkeiten, Anreize geben, die Innovation und das Attesten, das Erproben von möglichen Nutzen der KI zu
unterstützen. Ein Stichwort wird die berühmte Sandbox sein. Also das kennen wir auch schon aus dem Bereich des Datenschutzes. In der Umsetzung ist das von einigen Mitgliedstaaten gut genutzt worden. Wenn man also anregen möchte, dass Unternehmen sich in der Entwicklung schon Ethik by Design Ansätze auf ihre Fahnen schreiben, muss man ihnen auch Unterstützung bieten. Dazu könnten diese Sandboxes ein wichtiger Aspekt sein. Das Paket Ende April, das ist vielleicht noch wichtig zu unterstreichen, wird nicht die gesamte Regelung für KI dieser Kommission darstellen. Wir werden nicht Ende April schon in der Lage sein, die eher spezifischeren Haftungsaspekte mit vorzulegen, sondern da setzen wir die Arbeit, die Diskussion daran noch fort. Wir haben zum Beispiel aus den 90er Jahren die Produkthaftungsrichtlinie, die müssen wir überprüfen und sehen, ist die noch fit für die digitale Realität von heute. Die wird sicher einiges erfassen, aber in diesem möglichen Kontext von sehr viel breiterer Nutzung von KI-Lösungen werden wir auch über spezifische Haftungsfragen weiter diskutieren und eventuell auch dort sehr wahrscheinlich sogar einen spezifischen Ansatz und Vorschlag mit vorlegen. Es geht also um einen originär europäischen Ansatz. Wieder Pionierarbeit der Europäischen Union, wie wir sie schon bewiesen haben bei der Datenschutzgrundverordnung, wie wir sie wieder bewiesen haben bei unseren Vorschlägen Ende Dezember zum digitalen Dienstleisterakt, zum digitalen Marktakt und auch zum Europäischen Demokratieaktionsplan, wo die großen Themen der Plattformökonomie behandelt werden. So wird es auch bei der KI, bei dem KI-Ansatz wieder darum gehen, in diesem auch Systemwettbewerb, darüber wurde auch schon gesprochen, die Themen, die USA darin gerade bewegen, sind andere als die, die uns bewegen. Auch in China geht es da um einen anderen Ansatz. Wir sind in einer interessanten Position, geostrategisch, um hier mit unserem balancierten Ansatz eine Richtung vorzugeben, die vielleicht auch andere in der Welt inspirieren kann und sicher für unseren großen Markt einen enormen Standpunkt darstellen kann und damit auch eine faktische Wirkung schafft. Es geht auch darum, eine Art Grundgesetz für das Internet, ein Grundgesetz für die digitale Transformation zu schaffen. Es geht hier wirklich um die grundlegenden Entscheidungen, einen transformatorischen Prozess unserer Gesellschaft und unserer Wirtschaft wirklich mitzugestalten in einer verantwortlichen Art und Weise. Und es geht auch um digitale Souveränität. Ich persönlich glaube, dass wir gut vorbereitet sind, um, wie wir schon bei Privacy by Design gezeigt haben, uns aufzustellen, auch mit einer Ethics by Design bei einem Ansatz, die Balance richtig zu finden, die Verhältnismäßigkeit, nicht zu viel aufzubürden für alle Unternehmen, also dass Innovation nicht gehemmt wird, das wird die Gretchenfrage dabei sein. Aber es ist ja auch immer zu berücksichtigen, dass das, was wir vorlegen von Seiten der Kommission, ist unser Wurf. Wir bemühen uns da schon sehr, alles abzuwägen und gut in der Mitte zu landen. Auf der anderen Seite folgt danach auch ein interinstitutioneller Prozess mit dem Europäischen Parlament und dem Rat, wo auch nochmal unterschiedliche Perspektiven mit in Betracht gezogen werden können. Wichtig ist bei diesem Jahrhundertprojekt, dass die Sachen gut vorbereitet sind. Das sind sie und ich glaube, deswegen sind wir gut in Stellung, um da auch in eine konstruktive Diskussion zu kommen. Danke. Ja, ganz herzlichen Dank für diese wirklich umfassende Einführung in das, was da kommen soll. Wenn ich vielleicht mal ganz kurz zusammenfassen darf, was ich daraus mitgenommen habe. Sie sagen, Sie wollen Ethics by Design sozusagen vor allem in diesem Hochrisikobereich vorschreiben und gleichzeitig dafür ein ermöglichendes Umfeld schaffen in Form von Sandboxes, sodass KI-Anwendungen nicht unbedingt gleich verhindert werden, sondern dass auch Experimentieren in diesem Bereich trotzdem möglich ist. Und Sie sagen aber auch klar, dass Sie auch in einem niedrigeren Risikobereich Transparenzanforderungen, Anforderungen an die Dokumentation festschreiben wollen. Was Sie jetzt nicht gesagt haben, was ich auch ehrlich gesagt nicht erwartet habe, ist, wie Sie das genau trennen wollen, wo Sie die Grenze ziehen wollen zwischen hohem Risiko und niedrigerem Risiko, um nochmal festzuhalten, es gab auch einige Stimmen, die natürlich gefordert hätten, dass man noch viel mehr Schichten sozusagen in Betracht zieht und noch viel abgestufter diesen risikobasierten Ansatz machen würde. Aber das
werden Sie ja sicherlich dann auch begründen, warum Sie sich für diesen Weg entschieden haben. Vielleicht erstmal Herr Voss. Wir haben schon gehört, Sie waren im Europäischen Parlament nicht untätig in den letzten Monaten, sondern haben zu diesem Thema gearbeitet. Wie hört sich das, was Frau Nicolai jetzt hier präsentiert hat und was wir jetzt für Ende des nächsten Monats erwarten dürfen, für Sie an? Sind das die richtigen Töne? Also ich finde das, was die Frau Nicolai gesagt hat, sehr vielversprechend und auch in die richtige Richtung gehend. Und es scheint auch schon sehr ausbalanciert zu sein, sodass man es beinahe schade findet, dass es noch ins Parlament gehen muss, weil wir hier ja dafür an sich oftmals bekannt sind, dann das eine oder andere auch noch zu verschlimmbessern, insbesondere wenn eben 7 unterschiedliche parteipolitische Sichtweisen dann darauf stoßen. Für den einen wird es eben mehr auf Nachhaltigkeit ankommen, für den anderen mehr auf eine soziale Komponente, für den dritten mehr Verbraucherschutz und so. Und da dann die entsprechenden Kompromisse zu finden, um denn aber noch weiterhin das praxisbezogen auch regulieren zu können, das wird eine große Herausforderung. Aber das jedenfalls, was Frau Nicolai gesagt hat, finde ich sehr, sehr vielversprechend und schon mal einen guten Startpunkt dafür. Das, was Sie auch eben angesprochen hatten mit der Frage, ich weiß, dass der Ethikrat oder wenn man dort mehr Abstufungen noch haben möchte. Nur wenn die Datenethikkommission, meinen Sie? Die Datenethikkommission noch mehr Abstufungen haben möchte. Das ist, finde ich, relativ schwierig, wenn man versucht, hier etwas rechtlich dann auch zu regulieren. Wenn ich da dort auf die Haftung gucke, macht es höchstwahrscheinlich in der Tat nur Sinn, sich auf das Hochrisiko-KI-System zu konzentrieren. Ansonsten werden Sie, wenn Sie 5 weitere oder 4 weitere Abstufungen haben, am Ende lauter Listen führen müssen, was nun in das eine und was in das andere kommt. Und dann wird es so unübersichtlich, dass man das gar nicht vernünftig vielleicht dann trennen kann. Deshalb ist das manchmal etwas schwierig in der Gesetzgebung, auch die Frage, wie man Ethik an sich regulieren will und es dann wieder zu Situationen kommt, die einem dann vorgehalten werden als Einzelbeispiele, die dann gerade da wieder nicht passen, wo wir eigentlich dann vielleicht in der Diskussion gerade gelandet sind und man dann immer wieder von Neuem eigentlich starten muss. Das ist meines Erachtens sehr, sehr schwierig. Wir haben bestimmte Vorstellungen, wo eben auch die unterschiedlichen politischen Sichtweisen dann eine Rolle spielen. Aber das Ganze muss natürlich nachher ansonsten werden wir genau das Gegenteil davon erzeugen, nicht überreguliert sein, nicht zu anspruchsvoll oder nicht zu detailliert zu regeln sein, damit es eine gewisse Flexibilität noch hat und damit wir auch die Entwickler als solches nicht außer Landes treiben. Und da, glaube ich, kommt es dann drauf an. Alleine, wenn man bestimmte Diskussionen über Definitionen hört, was ist eigentlich KI, weil es ja auch immer in dem Kontext wieder unterschiedliche Möglichkeiten und Auslegungsformen gibt, dann die Frage, wie definiere ich denn ein Hochrisiko-KI-System, weil es auch da sehr vielfältige Anwendungen gibt. Das ist, glaube ich, eine große Herausforderung, wo wir aber im Sinne eines Binnenmarktes, einer Vollharmonisierung, und deshalb bin ich da auch der Frau Nicolai sehr dankbar, dass sie das Wort Verordnung, also europäische Verordnung genannt hat, weil ich glaube, alles andere wird keinen Sinn mehr machen, wenn wir uns wettbewerblich gegenüber anderen Regionen dieser Welt aufstellen wollen, mithalten wollen, dann brauchen wir im Grunde auch hier eine zusammengeführte Kraft, eine Möglichkeit, in einem Rechtsrahmen sich auch zu bewegen. Ansonsten ist gerade im zivilrechtlichen Bereich, wo die Kompetenz noch bei den Mitgliedstaaten ja liegt, alle immer sehr darauf aus, dass auch ihr BGB oder wie auch immer die Gesetze in den jeweiligen Ländern, Mitgliedstaaten heißen,
unantastbar bleibt. Und damit sind wir bei einer Situation, wo wir dann uns gerne europäisch zerlegen als europäischer digitaler Binnenmarkt. Und da braucht man dann nachher Verständnis auch durch die Mitgliedstaaten, dass wir und an diesem Ziel einheitlicher europäischer Binnenmarkt festhalten sollten mit allem, was geht. Weil das, glaube ich, die Ausgangssituation um einiges verbessert für Europa insgesamt. Vielen Dank. Dann zu Herrn Hullen. Wir reden ja aktuell noch sehr abstrakt über KI-Anwendungen und deren Regulierung. Vielleicht können wir mit Ihnen noch mal den Schwenk zurück in die Unternehmenspraxis machen. Vielleicht können Sie uns ein bisschen was darüber erzählen, wie IBM ethische Fragen bei konkreten KI-Anwendungen handhabt. Gerne. Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung, Frau Rusch, und vielen Dank auch nochmal für die Einladung dem IIT und der Landesvertretung. IBM ist ein Unternehmen, was seit fast 110 Jahren am Markt ist, auch in Deutschland. Und Vertrauen und Transparenz sind Unternehmenswerte, die tief in unserer DNA verwurzelt sind. Und wenn man sich mal überlegt, was IBM heißt, International Business Machines, dann kommt man schon darauf, dass unsere Kunden Geschäftskunden sind. Also wir sind im B2B-Bereich tätig. Unter anderem stellen wir IT-Infrastruktur im Flugverkehrsbereich zur Verfügung, entwickeln Cloud-Produkte für den Finanzbereich. Wir bieten die elektronische Gesundheitsakte mit deutschen Krankenkassen an, wo hochsensible Patientendaten drin liegen. Den digitalen Impfnachweis bringen wir jetzt auch in die Breite hoffentlich bald. Und forschen an der Verbesserung von autonomem Fahren zusammen mit Fortis und den Kollegen von Herrn Professor Pretschner. Und das erklärt natürlich, dass Vertrauen und Transparenz nicht irgendwelche hehren Unternehmenswerte sind, sondern das sind Werte, die von unseren Kunden eingefordert werden, die operationabel gemacht werden müssen und die natürlich auch teilweise gesetzlich vorgegeben sind. Deshalb sind wir schon relativ früh drauf gekommen, dass man sich Gedanken darum machen muss, wie KI-Ethik im Unternehmen verankert werden muss. Wir haben dann auch Leitprinzipien entwickelt. Bei uns dient auch die KI natürlich der Verbreiterung der menschlichen Möglichkeiten, die auch in die Breite der Gesellschaft getragen werden soll. Wir sind der Auffassung, dass die Erkenntnisse aus KI-Anwendungen und die Daten demjenigen gehören, der sie einbringt, also unseren Kunden und deren Nutzern, und dass KI transparent und erklärbar ausgestaltet sein muss. Das sind Werte, die sind jetzt nicht außergewöhnlich. Wir haben die noch auf 5 Säulen gestellt. Nachvollziehbarkeit, Fairness, Robustheit der Systeme, Transparenz und Datenschutz. Gehe ich jetzt nicht weiter darauf ein. Das haben wir auch zum Beispiel in internationalen Gremien weiterentwickelt in der OECD. Francesca Rossi ist unsere weltweite KI-Ethik-Expertin, kommt aus der Forschung. Die war auch in der High-Level-Expert-Group der Europäischen Kommission, hat der Frau Nicolai schon erwähnt. Da sind super Dokumente dabei rausgekommen. Meine Kollegin Andrea Martin war in der Enquete-Kommission der Bundesregierung und sie sitzt auch im KI-Rat der Bayerischen Landesregierung, weil sie unser Watson IoT Center, das ist ein KI-Center in München, leitet. Da sind wir also sehr stark vernetzt und auch interdisziplinär unterwegs. Aber die Kernfrage ist ja wirklich, und da bin ich bei Herrn Nieder-Rümelin, wie setzt man das in die Praxis um? Weil hehre Unternehmensziele und Leitfäden bringen erstmal nichts, wenn sie nicht anwendbar sind und angewendet werden im Unternehmen. Da haben wir verschiedene Wege, wie wir es tun, und das entwickeln wir auch ständig weiter, weil das ist ja wirklich die Krux an der ganzen Angelegenheit. Wir haben zum Beispiel Factsheets entwickelt für KI-Anwendungen, die in verständlicher Sprache beschreiben, was tut die KI, wie wurde sie trainiert, von wem wurde sie trainiert, wo sind auch die Grenzen, um Transparenz zu schaffen. Wir haben Software, die wir als Open Source der Linux Foundation zur Verfügung gestellt haben, um Ungleichgewichtungen in Datensätzen, die zu Verzerrungen und nachteiligen oder benachteiligenden Entscheidungen führen, Stichwort Bias, zu erkennen und zu beheben. Wir haben uns auch gegen allgemeine Gesichtserkennung im öffentlichen Raum ausgesprochen. Wir bieten das auch nicht mehr an, Produkte, die so eingesetzt werden können. Wir haben unseren Entwicklern einen Ethikleitfaden, Everyday Ethics heißt das, zur Verfügung gestellt. Da stellen wir nicht auf Scrum-Methoden ab, aber auf Design Thinking, dass man von Anfang an in der Entwicklung von Produkten eben ethische Erwägungen
mit einbezieht. Das fängt schon von der Zusammensetzung, der diversen Zusammensetzung von Entwicklerteams an und setzt sich über den gesamten Produktzyklus hinweg fort. Und Sie sprachen es ja schon an, wir haben auch ein, damit komme ich zum KI-Ethikgremium in unserem Unternehmen, ein sogenanntes AI Ethics Board. Das ist ein internes Gremium, das wird geleitet von Christina Montgomery, das ist unser Chief Privacy Officer, also unsere oberste Datenschützerin, und eben Francesca Rossi, das ist unsere KI-Ethik-Expertin, die ich schon mal erwähnt hatte. Da sind noch mehrere drin, das ist auch interdisziplinär besetzt und berichtet direkt an den Vorstand, an unseren weltweiten Vorstand. Das ist ein wichtiges Element, die Berichtslinie direkt zum Vorstand, damit man auch die Verantwortung geklärt hat, wenn was vielleicht mal nicht so ethisch sein sollte und es Probleme gibt. Und dieses KI-Ethik-Board kann auch konkrete Entscheidungen treffen. Dem werden konkrete Fragen vorgelegt, zum Beispiel über Forschungsprojekte, über Produkte, die an den Markt gehen sollen, ob diese Zweifelsfragen eben auch mit unseren ethischen Grundsätzen übereinstimmen. Da kann jeder Entwickler oder jeder, der denkt, dass es da ein Problem gibt, auf unsere Webseite gehen. Da gibt es verschiedene Checklisten, wo man erstmal ein Gefühl dafür bekommt, könnte das ethisch problematisch sein. Wenn das der Fall ist, gibt es nochmal ein ausführliches Risikobewertungsschema, das man dann ausfüllt zusammen mit dem KI-Beauftragten in seinem Geschäftsbereich. Also das ist wirklich Stichwort Accountability und Governance durch das Unternehmen in der Struktur angelegt. Und wenn das immer noch als kritisch bewertet wird, wird das eben vorgelegt. Und dieses KI-Ethik-Board, damit komme ich dann auch zum Schluss, das ist eben nicht nur für diese kritischen Zweifelsfälle zuständig, sondern eben auch für eine Kultur der ethischen, des ethischen Bewusstseins, für die Weiterbildung im Unternehmen, für Kooperationen mit Universitäten, für neue technologische Erwägungen, die problematisch sein könnten, wie die Neurotechnologie. Und das ist so ein bisschen vergleichbar eben auch mit dem Datenschutzbeauftragten, den man im Unternehmen hat, der ja auch nicht nur ein Feigenblatt ist, sondern auch konkrete Aufgaben hat und auch konkrete Eingriffsmaßnahmen. Könnten Sie noch mal vielleicht kurz ein paar Beispiele geben aus diesem Ethics Board, nur ganz kurz und stichwortartig, was für Fälle vor diesem Ethics Board landen? Genau, also konkret kann ich es nicht sagen, der Tag intern, ich weiß es auch selber nicht, aber zum Beispiel alles, was dann wirklich mit Gesichtserkennungssoftware zu tun hat, was mit Strafverfolgungsbehörden zu tun hat, was mit potenziell nachteiligen Auswirkungen zum Beispiel in Bezug auf Arbeitsplatzverlust zu tun hat, was mit Profiling und Monitoring zu tun hat. Das sind alles Fragen, die da diskutiert werden und die auch ganz oft dann nur mit Auflagen versehen genehmigt werden, wenn überhaupt. Okay, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit, die Zeit ist wirklich wie im Flug vergangen, jetzt war gerade jeder nur einmal dran, möchte ich trotzdem an dieser Stelle schon mal einmal das Publikum einbinden, das fleißig Fragen eingesendet hat. Das heißt, wir haben ein Publikum, das ist ja auch schön. Aufgrund des verzögerten Livestreams haben trotzdem einige den Weg zu uns gefunden. Eine Frage, die an dieser Stelle sehr gut passt, ist von Simone Gornick. Wenn man als Softwareentwickler in einem Abhängigkeitsverhältnis mit an Gehalt gekoppelte Zielerreichung steckt, wie soll man da die Ethik priorisieren? Vielleicht an Herrn Pretschner und Herrn Nieder-Rümelin. Vielleicht auch nochmal dieses Abhängigkeitsverhältnis. Wir haben gerade gesehen den Fall Google, wo zwei Top-Wissenschaftlerinnen aus dem KI-Ethik-Team auch gefeuert wurden und wo wirklich immer noch dieser Zwiespalt zwischen den Unternehmensinteressen und den Ethikinteressen natürlich sich zeigt. Ja, ich kann vielleicht einen Satz dazu sagen. Ich habe den Punkt ja versucht, auch schon aufzugreifen in meinem Vortrag. Ich glaube, IT-Ingenieure, also jetzt den konkreten Fall, der da geschildert wurde, da werde ich mir kein Urteil dazu anmaßen. Das kann ich natürlich überhaupt gar nicht beurteilen. Aber ich denke, letztendlich ist ein Informatikingenieur, eine Informatikingenieurin eben nicht 100% erpressbar, weil sie zur Not den Job wechseln kann. Und das ist natürlich dann mühsam und das ist natürlich lästig und irgendwie dann auch schwierig, wenn man 55 ist. Da gibt es ja irgendwie tausend Aspekte, die dabei eine Rolle spielen. Aber das ist dann auch Teil der eigenen Entscheidung, das Rückgrat zu beweisen, zu sagen, das geht mir zu weit oder ich kann das tun. Ich glaube nicht, dass die Leute
im Informatik-Ingenieurbereich, im Software-Engineering-Bereich so erpressbar sind, dass sie sagen können, ich kann, mach alles, was ich tun will. Und oder was mir gesagt wird, nein, die haben die Möglichkeit, zur Not den Job zu wechseln. Die werden mit Handkuss üblicherweise woanders genommen, zumindest im Moment. Und ich glaube, da können wir Informatikingenieure uns nicht mehr so richtig rausreden. Und ich glaube auch nicht, dass im VW-Dieselskandal, der ja offensichtlich etwas ist, was mir intellektuell Anregung da verschafft hat, dass da die Leute alle gar nicht anders konnten, als die Dinge zu tun, die ihnen angeblich gesagt worden sind. Also das, glaube ich, geht genau in die Richtung, die Herr Niederrühne und ich hier vertreten. Da besteht auch Selbstverantwortung. Und wie das so ist mit Verantwortung, manchmal tut sie weh. Hat Herr Niederrühne dem was zuzufügen? Ja, ich habe was hinzuzufügen, aber nicht als Gegensatz, sondern das noch mal ein bisschen verstärkend. Also wir dürfen nicht nur die dramatischen Fälle, die sind wichtig, dramatische Fälle im Auge behalten, wo es dann einen tiefen Konflikt gibt zwischen einem, sagen wir mal, Softwareentwickler und der Unternehmensleitung und so weiter, sondern eher den normalen Fall, in dem wir hoffen können, dass die meisten Unternehmen durchaus auch geleitet sind von der Vorstellung, wir wollen etwas Gutes beitragen zu dieser Entwicklung. Das hat ja durchaus auch ökonomische Vorteile. Zum Beispiel Unternehmen, die sich verantwortlich verhalten, die kriegen die besseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dann will man dahin. Das ist ja einer der Gründe, warum die Big Five im Silicon Valley sich so auch präsentieren. Ja? Also es gibt da eine wechselseitige Beziehung und die wird allein dadurch schon nochmal bedeutsamer, weil die alten sozusagen Top-Down-Strukturen in den Unternehmen so nicht mehr existieren, sondern es gibt bestimmte Zielvorstellungen und dann ist man sehr frei, wie man das mit anderen zusammen entwickeln will und natürlich schaut da wieder jemand drauf. Das heißt also, die Verantwortungsteilung wird stärker und das darf eben nicht dazu führen, dass das eine allgemeine Verantwortungsdiffusion am Ende, das heißt, man weiß gar nicht mehr, wer für irgendwas verantwortlich ist, nach sich zieht. Herr Hull, gerne darf, dazu. Ich sage, wenn ich darf, wir sind ja auf einem virtuellen Podium, würde ich noch gerne was kommentieren zu Frau Nicolai. Darf ich das kurz? Wollen wir ganz kurz die Wortmeldung von Herrn Hullen zulassen zu dieser konkreten Frage und danach ist auch noch mal Zeit für ein allgemeines Statement auf jeden Fall. Vielen Dank. Ganz kurz nur zu Ihnen, Herr Niederrühne, das stimmt. Absolut, das ist bei uns auch so, dass in agilen Teams entwickelt wird, viel selbst entschieden wird und dann ist es umso wichtiger, dass man eine klare Struktur hat, ein klares Wertegerüst, das klar kommuniziert wird und dass auch klar ist, an wen man sich wenden kann, wenn man Bedenken hat und dass das durch die Organisation eben auch angelegt ist, dass man eine offene Kultur hat, um über sowas sprechen zu können und dann eben auch entsprechende Berichtswege, wenn man sich unwohl fühlt. Das ist in dem Kontext, gerade wenn man viele unabhängige Teams hat, dann besonders wichtig. Dann würde ich noch eine kurze Frage aus dem Publikum zulassen, bevor Sie noch mal allgemein was zu Frau Nicolai sagen können. Die Frage geht auch an Frau Nicolai. Und zwar geht es um das ethisch sensible Verhältnis zwischen Beschäftigten und Arbeitgebern. Hat die Kommission auch die Frage der Arbeitnehmerbeteiligung bei der Einführung von KI mitgedacht? Das Konzept, das wir entwickeln werden Ende April, ist kein arbeitsrechtliches Instrumentarium, sondern wendet sich natürlich eher an sozusagen die Unternehmen an sich und ist auch nicht so vorschreibend, dass es jetzt bis in die Details regelt, welche Verantwortung wie gestaltet werden muss in einem Unternehmen. Das wäre auch, glaube ich, verfehlt, wenn wir in diese Granularität einsteigen würden und würde auch nicht der Situation gerecht werden, dass wir, weil wir einen risikobasierten Ansatz wählen, jedenfalls sieht es danach aus, wir natürlich alle möglichen Unternehmen erfassen, ob sie groß oder klein sind, Startups oder die großen Tiger, die es schon seit 100 Jahren gibt.
Und deswegen glaube ich, ist der Ansatz eher eine Verantwortung des Unternehmens an sich zu beschreiben, das natürlich dann durchdekliniert werden muss, was, wie wir gehört haben, auch von den Professoren in der Runde, natürlich auch mit einem kulturellen Wechsel in den Unternehmen einhergehen muss. Was wir allerdings durchaus auch in Europa verstärkt haben, zum Beispiel, weil der Dieselskandal so viel erwähnt wurde, ist zum Beispiel auch die Möglichkeit, in Unternehmen auf Schwierigkeiten hinzuweisen, Whistleblower als Stichwort. Da haben wir zum Beispiel in den vergangenen Jahren Regeln verabschieden können. Die werden jetzt auch in Kraft treten, wo also Einzelne, die in einen, das könnte ja in der Zukunft irgendwann geschehen, in einen wirklichen Gewissenskonflikt geraten und mit ihren Ansätzen, mit ihren ethischen Ansätzen da nicht durchdringen, dass die zum Beispiel dort auch geschützt sind und ihre Rechte stärker durchsetzen könnten. Also ich glaube, wir sind uns der Situation gewahr, aber dieses hier ist eher ein wirklich aus der Vogelperspektive eher betrachteter Ansatz, wie man die Unternehmen an sich an ihre Verantwortung erinnert und diese Verantwortung mehr ausgestaltet und dann nicht bis in die einzelne Unternehmensentscheidungsfindung durchdekliniert. Und für Deutschland kann man ja auch sagen, dass daran auf nationaler Ebene auf jeden Fall gearbeitet wird mit Leitlinien. Dafür ist das BMAS zuständig mit seinem KI-Observatorium. Das sei an der Stelle nur erwähnt. Herr Niederrümelin, ich würde mit Ihnen dann die Schlussrunde eröffnen, was immer Ihnen noch auf dem Herzen liegt. Tut mir leid, dass es nicht so viel Gelegenheit gab, aufeinander einzugehen. Nein, ich denke, wir sind ja auch virtuell auf einem Podium und da kann man ja vielleicht sich auch noch ein bisschen austauschen. Also Frau Nicolai, Sie haben das ja sehr überzeugend und differenziert dargestellt. Ich will das auch jetzt gar nicht weiter kommentieren. Aber ein, sagen wir mal, entscheidender Punkt war ja, Sie sprachen kurz von digitaler Souveränität. Und da war ich dann überrascht, dass Sie die großen Herausforderungen dann doch weitläufig umschifft haben. Also wer ich habe das in München so ein bisschen verfolgt, war doch immer wieder eingeladen, wenn hier Smart City Projekte initiiert werden, dann gibt es viel Widerstand, sich Google und anderen Größen anzuvertrauen in den Stadtverwaltungen und auch in den Bezirksausschüssen. Aber wir haben oft überhaupt schwer Alternativen. Die Frage ist, ob die Europäische Union nicht natürlich, klar, Innovation, wir müssen Rückstände aufholen, klar. Aber man kann auch, das ist ja eine Aufgabe des Gesetzgebers, des europäischen Gesetzgebers, auch die Rahmenbedingungen der Konkurrenz auf Märkten verändern. Wollen wir diesen massiven Trend Richtung Plattformisierung der Ökonomie so in Europa weiterlaufen lassen? Mit diesem Modell, Daten von Nutzern können beliebig für Marketingzwecke genutzt werden und so. Und mit Airbnb hatte schon Herr Pretschner angesprochen, ja, und wir verwandeln die Innenstädte in Europa in große Bettenburgen für Touristen, Uber und so weiter. Frage, gibt es da nicht eine ordnungspolitische Konzeption in der EU, die Rahmenbedingungen von Marktkonkurrenz in Europa so zu gestalten, dass wir hier eine Chance für einen eigenständigen Weg haben, der digitalen Transformation? Frau Nicolai, bitte. Ja, danke. Das gibt mir die Möglichkeit, Herr Niederrümelin, einzugehen auf die Stichworte, die ich genannt hatte. Nämlich genau diese Themen sind im Grunde bearbeitet im Digitalen Diensteakt und im Digitalen Marktakt. Das sind wirklich Entwürfe, die entsprungen sind aus der Debatte um technische Souveränität, strategische Autonomie. Wobei ich komme aus dem Bereich der Handelspolitik. Ich bin immer auch uns mir sehr, sehr gewahr der Notwendigkeit, Betonung, dass wenn wir über unsere Souveränität und uns über unsere Autonomie sprechen und wir gleichzeitig die Türen offen halten müssen, weil wir auch leben vom Austausch mit Partnern in der Welt und wir sollten das nicht in protektionistischen Auswirkungen ausufern lassen. Aber es ist richtig, dass es hier um ein Aufholen geht und ich kann Sie, glaube ich, ein bisschen beruhigen, dass genau diese Themen unter dem Stichwort digitale Souveränität mit
dem Dienstleisterakt und dem Marktakt in einer bisher nie dagewesenen Form adressiert werden. Was wir dort vorgelegt haben, sind wirklich Stresstests für das Businessmodell der großen Plattformen mit einem Ausmaß, dass, wenn sie recht werden, die großen Plattformen in der monopolisierten Struktur, wie sie im Moment unser Leben gestalten, so nicht weiter agieren werden können. Der digitale Marktakt, nur als ein Hinweis, sieht in der Endlösung, wenn man denn durch die Verfahrensschritte gehen würde und nicht zu einem Kompromiss käme, tatsächlich sogar eine Zerschlagung von Unternehmen vor. Also so weit geht das, und das in einem vorwettbewerbsrechtlichen Kontext. Also da sind wir, haben wir einen sehr, sehr weiten Wurf gewagt. Auch der wird natürlich jetzt diskutiert im Parlament und im Rat. Aber auch das ist, glaube ich, entstanden aus einer Notwendigkeit, die sich einfach ergeben hat. Ich habe, das wurde erwähnt, in diesem Bereich schon in den letzten 5 Jahren gearbeitet. Ich habe viel mit Plattformen zusammengearbeitet. Wir sind in dem letzten Mandat erstmal den Weg der Selbstverpflichtung gegangen. Wir haben zum Beispiel, das war inmitten der Terroranschläge, der Migrationskrise, wo wir wirklich Hassaufrufe im Netz die haben enormen Zugewinn erfahren, und wir wollten eine schnelle Reaktion sicherstellen und haben dann einen Selbstverhaltenskodex mit den Plattformen entwickelt. Und ich habe eine enorme Entwicklung beobachten können. Die Plattformen, mit denen wir damals 2015 angefangen haben zu diskutieren, waren noch der Meinung, dass sie einfach nur die Rohre sind, durch die Informationen gehen und nichts mit den Inhalten zu tun haben, in keinster Hinsicht. Das waren die ersten Dialoge, die wir im Silicon Valley hatten, und mittlerweile ist das völlig anders, und sie sagen, gebt uns Regeln. Wir können das nicht alleine entscheiden, und wir haben das ja auch triumphierend gesehen in dem Moment, als dann das Twitter-Account von Präsident Trump abgestellt wurde. War vielleicht die richtige Entscheidung, aber bitte, das kann doch nicht nach den eigenen Terms of References eines Unternehmens entstehen, sondern da ist eine ordnungspolitische Verantwortung notwendig. Und dieser Verantwortung haben wir uns, glaube ich, sehr deutlich gestellt mit dem Digital Services Act und dem Digital Market Act. Und das war absolut richtig. Und auch da ist Europa wirklich wieder als Pionierin unterwegs. Dann vielleicht, Herr Voss, anschließend daran, wie gesagt, es gibt ein Bündel an Maßnahmen, die da ineinander greifen. Wir haben jetzt zum Beispiel gar nicht so viel noch über den Datenrechtsakt, den Data Governance Act gesprochen. Ein paar abschließende Worte zu diesem Regulierungsmix. Also ich halte das Vorgehen mit den Ideen, die Frau Nicolai beschrieben hat, auch völlig richtig. Auch, dass man Anreize schafft, Daten dann auch wieder mehr zu tauschen oder Datenräume zu schaffen, um hier auch denjenigen, die eben nicht so gut an Daten herankommen, denen die Möglichkeit zu geben, das entsprechend zu machen. Deshalb auch der Digital Services Act und Markets Act sind die richtigen Instrumente. Wir müssen es aus meiner Sicht eben auch nur scharf genug machen, damit es hier auch im Sinne von Herrn Niederrümelin im Grunde diesen Aufholprozess auch geben kann. Natürlich kann man kritisieren, und ich tue das ja auch immer, dass wir viel zu langsam sind in unseren behäbigen Strukturen, die wir haben, in der politischen Fragmentierung, die mittlerweile existiert, dass wir dort viel, viel zu langsam sind. Und aber das müssen wir irgendwie versuchen, diese Schnelligkeit der Änderung auch in demokratische Strukturen irgendwie besser hinzubekommen. Das ist etwas, was in der Zukunft noch liegt. Aber ich bin grundsätzlich erstmal dankbar, dass wir diese Rechtsakte haben. Ich meine dennoch, dass wir auch eigentlich darüber hinausgehen müssen und uns noch Prioritäten setzen sollten als Europäische Union, wo wir überhaupt digital eine Rolle spielen wollen. Und das doch ein bisschen mehr steuern, auch von den Ideen her, und dann natürlich mit großem Investment das auch versuchen zu unterstützen. Silicon Valley ist auch nicht entstanden aus sich heraus, sondern auch da gab es durchaus öffentliche Anreize am Anfang. Deshalb, glaube ich, sollten wir da viel, viel schneller werden und aber auch strategischer vorgehen, nicht nur mit Prioritäten und Zielsetzungen, sondern auch schaffen, dass wir genügend Geld bereitstellen, um auch hier eine Art Führungsanspruch zumindest in Teilen dieser digitalen Welt auch zu beanspruchen. Herr Pretschner, wollen Sie als Nächster?
Ja, vielleicht nur ein ganz kurzer Aspekt noch. Ethik und Nachhaltigkeit sind richtig und wichtig, aber reden ist einfach und handeln wird wehtun. Das gefällt mir als Abschlusswort. Das nächste Wort hat Herr Hullen. Ich fasse mich dann auch mal ganz kurz zum Thema digitale Souveränität. Ich stimme zu, da muss was gemacht werden, gerade mit Blick auf einige Plattformen, um da einen europäischen Weg zu finden. Bin aber auch sehr froh, dass Frau Nicolai die strategischen Partnerschaften und gerade die Partner, die gemeinsame Werte teilen, nicht aus den Augen verlieren will. Ich glaube auch, dass mit der Trump-Administration sich da wieder neue Wege der Annäherung aufgetan haben. Vielen Dank, Herr Hullen. Vielen Dank an Sie alle für die Teilnahme an dieser Runde zu ethischem Software-Design. Wir könnten noch stundenlang weiter diskutieren, aber ich denke, an diesem Punkt müssen wir einen Schlussstrich ziehen und sagen, wir warten auf das, was die Kommission Ende April vorliegt, bevor wir weiter diskutieren. Wir erwarten das KI-Paket, wir erwarten darin, wie besprochen, den risikobasierten Ansatz, einen Regulierungsvorschlag. Wir erwarten den koordinierten Plan, den die Kommission gemeinsam mit den Mitgliedstaaten vorlegen will, um auch das Ökosystem für Exzellenz, über das wir heute ebenfalls nicht besonders ausgiebig gesprochen haben, aber was auch ein ganz wichtiges Element ist, um diesen europäischen Weg zu gehen, um den es hier heute ging. Falls Sie unsere heutige Diskussion nicht in der Gänze verfolgen konnten, wird es auch einen Nachbericht geben. Der wird hier im Stream auch noch eingeblendet werden. Technik, ich hatte damit gerechnet, dass es an dieser Stelle kommen wird. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich wünsche Ihnen und uns noch einen schönen Abend.